Hallo ihr Lieben und guten Abend. Willkommen zum Wochenorakel für die kommende Woche. Heute, bevor ich loslege, habe ich ein paar Dinge anzusprechen. Das ist eben auch mal nötig. Es geht nicht immer nur ums Kartenlegen, aber das Orakel kommt gleich. Also, zunächst mal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben für die Spende für einen Ventilator. Er steht neben mir. Es ist jetzt nicht dieser geworden, der Marke D, aber ein vergleichbar gutes Produkt und ich habe ihn wirklich gerne. Er läuft, ich glaube, ihr hört ihn nicht, er macht gut kühl und es erleichtert mir die Arbeit ungemein. Letzte Woche hatte ich es ein paar Mal, wo es sehr heiß war. Ich filme ja alles mit dem Handy, dass mir während dem Legen das Handy ausgegangen ist, weil das sehr heiß wurde und so kühlt der Venti mich und das Handy und ich kann ungestört arbeiten. Was wichtig ist, denn wenn ich aus dem Flow komme oder immer warten muss, bis das Handy wieder da ist, das macht müde. Also danke nochmal an alle, die mitgemacht haben. Das ist echt gut, weil ich das ja auch brauche und weil es euch ja auch nutzt. So, dann habe ich nochmal den Vermerk zu meinem Kartenlegekurs. Es kamen einige Nachfragen. Es ist kein Kurs, wo ich mit euch sitze an einem bestimmten Abend, sondern ich habe 7 Teile aufgenommen übers Kartenlegen, von den Grundbedeutungen, übers Spiegeln, Korrespondieren, Tipps und Tricks, großes Blatt. Also alles, was man wissen muss. Darin habe ich mein Wissen eingebaut. Und so wie ich es mache, wie es effizient ist, ja. Die Sache liegt einfach am Üben. Das heißt, du kriegst praktisch mit dem Kauf des Kurses einen Link und in diesem Link hast du die Möglichkeit, diese 7 Teile downzuladen. Ich glaube, insgesamt sind es so ungefähr 2,5 Stunden. Das Gute ist, du kannst es dir immer wieder angucken und es bleibt eben verfügbar für dich, ne? Okay, ihr habt die Info, wie ihr drankommt, auch nochmal unten drin. Ich wollte es nur allgemein nochmal klären, wenn ich jetzt 10 Leuten das schreibe, die dann sowieso das Orakel anhören, macht das für mich keinen Sinn. So, dann nochmal was zum Kollektiv. Diese Legungen, die ihr hier seht, sind kollektive Energien. Es ist mir nicht möglich, keinem Kartenleger dieser Welt, ein persönliches Reading zu machen für jeden, ne? So viel nochmal zum Aufklären, was ist eine kollektive Legung. Natürlich kannst du bei einer Buchung für ein persönliches Reading deine Karten gelegt haben. Das ist kollektiv. Kommen wir zum nächsten Thema, damit es jetzt nicht allzu langweilig wird. Buchungen, ich bin eigentlich voll für die nächste Woche und ich kann noch 1, 2 nehmen, also seid dann bitte schnell. Dann geht es erst übernächste Woche weiter, weil ich muss ja auch gucken, dass ich hinterher komme. Ne? Okay, was wollte ich noch sagen? Ich habe mir vorbehalten, dass ich zukünftigerweise mal zumindest auf dem Tagesorakelkanal oder auch mal hier. Hier fange ich die Kommentare ja alle ab. Das bedeutet, ich lese sie vorher, dann gucke ich, was Müll ist, was raus kann. Ich werde die in Zukunft ab und an mal abschalten. Gut, dann habe ich die Möglichkeit nicht, dass jemand diesen Super-Thanks-Button drückt, aber das passiert ja sowieso kaum, außer Yolanda, die macht das als einzige beständig weiter. Aber darum geht es mir jetzt auch gar nicht. Ich bin einfach müde davon. Ich gebe euch ein Beispiel. Es geht um bestimmte Themen. Das heißt nicht, dass ich nicht kritikfähig bin, sondern das heißt einfach, dass es mir das nicht wert ist, eine Diskussion zu starten, denn meine Arbeit ist mir wichtiger, wie das Diskutieren. Also, kommen Sie mal schneller auf den Punkt. Erstens bestimme ich, wie lange ich rede und wie lange das Video geht. Wenn es dir nicht gefällt, bleib doch weg. Ich lasse mir ganz bestimmt von niemandem den Mund verbieten. Das war früher mal so, das wird mir nicht mehr passieren. Ich sage, was ich möchte, wie lange ich möchte und wann ich das möchte. Und wem es nicht gefällt, kann ja wegbleiben. Möchtest du dazu einen Kommentar schreiben, kannst du das auch tun. Allerdings klicke ich ihn weg, weil es mir das nicht wert ist, darum zu diskutieren. Nächstes Feld. Ich bin Kartenleger, ne?
Ich würde jetzt zum Beispiel nie bei einem Automechaniker hingehen und sagen, das und das, was Sie da machen, ist ja interessant, aber machen Sie das nach Textbausteinen oder nach irgendwas. Ich möchte einfach keine Diskussionen mehr mit Leuten, die vom Fach nichts wissen. Das endet nie, ne? Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht auch mal was erkläre, aber ich würde das bei einem anderen Fachgebiet einfach nicht machen. Und deshalb kommen bei mir auch diese Kommentare weg. Das mag jetzt überheblich klingen, das soll es nicht sein, aber auch ich habe nur einen bestimmten Vorrat an Energie und sowas möchte ich einfach nicht. Also wenn ihr euch, wundert euch nicht, wenn das ab und zu mal ausgeschalten ist. Wenn es mir zu viel wird, werde ich es einfach mal eine Weile deaktivieren. Ihr könnt ja den Like-Button trotzdem drücken. Es ist schade, weil es dann wieder die Community betrifft, die sich kennen, die gerne schreiben, die untereinander sich ein bisschen auch Hilfestellung geben oder wo wir mal kräftig miteinander lachen. Aber das ist eben der Grund dafür, ne? Verwenden Sie Textbausteine. Ich weiß, wo das herkommt. Das kommt von der Bildsprache der Karten, ne? Eine Karte hat x Bedeutungen und wenn ich für ein Kollektiv möglichst viele Situationen rauslesen will, bin ich bemüht, sie möglichst alle mit einzubeziehen, in dem Maße, wie es eben geht, ne? Okay, dann legen wir jetzt los. Genug gemeckert, wobei ich möchte nicht meckern, ich möchte es euch nur erklären. Und dann legen wir jetzt los und wir gucken, was die neue Woche so bringt. Hier oben seht ihr die Infokarten von dem, was ihr verpasst habt. Ich mache jetzt zwischendrin auch Vollmondlegungen, Neumondlegungen, Quartaltage. Die könnt ihr jeweils ab 9 Uhr abrufen, morgens schon. Bei den anderen Sendeterminen bleibt es. Was ich jetzt auch neu habe, sind die Geburtstagslegungen für die Sternzeichen. Das habe ich jetzt erst angefangen. Das nächste Sternzeichen, sobald es online ist, mache ich dann auch eine Playlist draus. Okay, jetzt geht's los. Wir gucken in die Energie der nächsten Woche. Ja, und da haben wir hier etwas, was Konflikt aufwirft, wo es vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten gibt. Also es kann schon sein, dass es darum geht, dass man sich über die Kommunikation, Diskussionen hier einen Platz baut, der Veränderungen mitbringt. Es kann hier dabei darum gehen, sehr speziell eigentlich, aber doch auch wieder treffend für jeden, dass man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, dass man seine ganze Größe lebt, dass man einfach sagen kann, ich bin so und ich bleibe so und das macht mich aus und dass man das auch integriert in die Sachen. Dafür gibt es Konflikte. Du entscheidest natürlich, ob du diese nährst oder ob du sagst, nee, ich halte mich raus, ich sage da nichts dazu. Die Störche liegen im Haus des Klees. Also es lohnt sich da mal kurz was zu sagen, weil es auch Veränderungen auf dem kleineren Weg sind, die dann schon was Gutes bringen. Wir haben den Anker im Haus des Hauses. Hier kann es darum gehen, dass wir viel am häuslichen Bereich zu tun haben. Es geht vielleicht auch um die Arbeit von zu Hause aus. Es geht um das Fundament, das wir haben, das uns trägt. Die Umgebung. Möglicherweise kommt auch aus dem Umfeld sehr viel an Themen mit hoch, an dem man arbeiten darf. Und es geht darum, unruhige Energien ein bisschen runterzufahren, zu gucken, wo habe ich einen Mangel, wo bin ich zu aufgeregt, wo komme ich nicht in mein Fundament, wo bin ich nicht stabil, wo habe ich so vielleicht auch passive Unruhe in mir oder dass mich irgendwas innerlich immer wieder so ein bisschen annagt. Und ich habe hier, dass es Umbrüche gibt an Dingen, die dir am Herzen liegen oder auch im Bereich der Liebe, Partnerschaften. Möglicherweise zeigt sich hier eine Person aus der Vergangenheit, mit der es noch Dinge aufzuklären gibt. Aber es sieht so aus, dass du hier auch sehr viel verstehst die nächste Woche. Also so diese Erkenntnisse, warum passiert irgendwas. Für einige ist es möglich, sich auf dem kurzen Weg in Sachen Liebe ein neues Kapitel auch aufzuschlagen. Wow.
Hier habe ich praktisch dieses Ding um die Veränderungen rum, liegt die Sonne, die Blumen. Ne? Hier ist eine sehr kreative Energie. Hier ist praktisch dieses Wachstum zweimal plötzlich unerwartet, dann auch auf die längere Frist zu sehen, noch in den warmen Tagen. Wir haben hier die positiven Veränderungen, die Wachstum bringen. Also streite dich ruhig dafür oder das heißt streite, ja, steh dafür ein, dann wird es dir hier Ernte bringen. Ich sehe hier auch eine Bewegung im finanziellen Bereich. Das kann hier über die berufliche Schiene kommen. Es kann ja auch bei dem Bereich sein, wo man sich mal um Geldkonflikte auseinandersetzt. Es kann ein Konflikt sein, den hast du mit dem Beruf, mit einer anderen Person. Die Geldenergie liegt hier sehr schön, sodass sie dir wieder ein Fundament bietet, Zuwachs auch auf einem schnellen, unbekannten Weg und dir so wieder Veränderung bringt, die dich in selbst wieder in Fahrt bringen. Wir liegen im Hause des Neubeginns drin. Das ist das, was ich vorher meinte. Wir denken nach drüber, was nagt an mir? Fühle ich mich vital genug? Habe ich die Nerven, meine Dinge auszustehen? Es geht viel um das Berufliche, um das Fundament, um Nachrichtenaustausch. Man kann ja auch sehen, dass in der Vergangenheit mit dem Thema Finanzen sehr viel bereinigt wurde schon. Ja, und es wird irgendwie eine Woche der großen Erkenntnisse. Hier liegen alle Spiritualitätskarten irgendwie nah beieinander in der Spiegelung. Also es ist eine Woche, wo ihr auch verstärkt vielleicht auf eure Intuition hört, wo sich Gefühle offenbaren, wo ihr einfach spürt auch, hier braucht etwas eine Neuausrichtung, hier brauche ich Bewegung, hier brauche ich einen anderen Spielraum. Und das liegt mir am Herzen, das ist für mich wichtig. Und ich habe hier auch so kleine Erfolge in den Spiegelungen. Guckt mal, die Sterne liegen im Haus der Sterne drin. Und sie korrespondieren mit der Sonne. Also das sind schon gute Früchte, die man hier einfährt. Einsteils als Erfahrung, andererseits auch als gutes Gefühl. Du kannst praktisch das, was hier an dir nagt oder wo du auch denkst, boah, ich bin so müde von vielem, innerhalb der Woche gut auffüllen mit guten Gefühlen, mit Klarheit, mit Glücksmomenten, mit Kreativität. Die Veränderungen, die hier im Hause des Klees liegen, ne, liegt hier im Haus der Veränderung die Sense drin. Das sind schnelle Dinge, kurze Dinge. Hier geht es nicht um diese Wege, die neu entstehen, die dann noch kilometerweit gehen, sondern es geht um Wenden, die plötzlich kommen, die dich plötzlich mit einer Idee, mit einer Inspiration, mit irgendetwas einen Erfolg einheimsen lassen. Das kann hier im Bereich von Freundschaften sein, von Menschen, die dich inspirieren, von ja, ich würde es mal jetzt auch so nennen, von irgendwie diesen Leuten, denen du vertraust, die deine Seele bereichern. Ich habe hier so ein bisschen partnerschaftliche Dinge liegen. Der Mann legt sich hier oder das Gegenüber ins Haus des Turmes rein. Vielleicht gibt es distanzierende Themen, vielleicht macht jemand zu, vielleicht hat man auch das Gefühl, man muss alles alleine machen. Wie gesagt, die Liebeskarte liegt hier im Haus des Sarges. Da können sich Themen zeigen, die können auch mit dem Thema Beruf und Geld zu tun haben. Das Außen spielt eine große Rolle für uns nächste Woche. Das Außen liegt hier so einsteils, sind hier die kurzen Momente, die Glücksmomente, die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Und andererseits liegt im Haus der Blockaden auch das Außen. Also das ist sowas, es kommt zu dir und es geht zu dir. Und das eine hat mit dem Thema Finanzen und Beruf zu tun und das andere
mit dem Thema Beziehungen. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch seinen Beziehungsstatus mal auf die Probe stellt oder Bilanz zieht. Wo stehen wir? Wo drehen wir uns den Rücken zu? Wo habe ich Ähnlichkeiten mit der Vergangenheit? Wo sind Trigger, ne, die mir Mangel machen, die an mir nagen oder die mir auch Kummer machen, die mich aufregen? Die Beziehungskarte liegt hier im Haus der Wege drin. Also es geht vielleicht auch darum, die Gefühle zu überprüfen, wie steht man zueinander, wie ist die Basis, kann sie so sein oder sagt man mal auch kurz, mach du mal deins, ich mach meins und die Beziehung kann trotzdem stehen. Es geht auch um Kommunikation im Thema Beziehungen, aber es geht darum auch zu gucken, wo bin ich noch irgendwo abhängig von der Emotion des anderen, mit was steht und fällt meine Welt oder wo bin ich schon so frei, dass ich sagen kann, okay. Es geht außerdem um Entscheidungen bei Verträgen, Finanzen, Beziehungsleben. Häuslichkeit haben wir hier auch angezeigt, ne? Es geht darum zu gucken, wo muss ich vielleicht im häuslichen Umfeld für mehr Stabilität sorgen? Was mangelt mir? Wo fehlt es mir? Es kann natürlich auch um Arbeit von zu Hause aus gehen. Oder eben, dass es viel zu tun gibt im häuslichen Bereich, im Umfeld. Im Haus der Liebe haben wir den Fuchs drin. Da zweifelt man vielleicht mal. Da kommen vielleicht auch Dinge an deine Ohren, die hier eben für Konflikt sorgen, die dann aber im Nachhinein wieder eine aufklärende Wirkung haben oder eine positive Veränderung mit sich ziehen. Möglicherweise ist es auch die Woche, wo mal schnell so Dinge rauskommen, die im Heimlichen liegen, ne? Wo man so Dinge macht im Verborgenen, ist hier die Möglichkeit, dass sich Geheimnisse lüften. Ist halt die Frage, für was macht man es, ne? Es kommt meistens sowieso raus und danach ist der Schaden größer. Für uns selber als Person, die guckt, haben wir hier tatsächlich eine Woche der Entscheidungen, der Wegänderungen, der Möglichkeiten, die wir beruflich nutzen, die wir verbindlich nutzen. Wir selber liegen im Haus des Neubeginnes drin und es geht echt darum, neue Wege zu kreieren, auf dem kurzen Weg. Also es geht hier nicht um das endlos lange. Das sind alles Themen, die innerhalb der Woche schnell mal vor eine Wahl gestellt werden können. Hier habe ich auch ein bisschen Umbrüche im familiären Bereich drin. Es geht vielleicht um gemeinsame Kinder, um Kinder, die hier auch einen Weg suchen, speziell. Und es geht darum, ein bisschen Familiendrama zu lösen. Also ich habe hier das Weiterkommen im familiären Konstrukt, was ja auch irgendwo eine Herzensangelegenheit ist. Seht ihr noch alles, ja. Hier im Berufshaus haben wir tatsächlich die Neubeginne, die Berufskarte spiegelt damit. Wir versuchen Möglichkeiten zu finden, Optionen zu treffen, Chancen zu nutzen im beruflichen Bereich. Seid da auch irgendwie so ein bisschen neugierig, ne? Lasst euch entzücken von irgendeiner Idee, von irgendeiner Variante auch, die für euch eine neue kreative Lösung mitbringen. Wir haben im Geldhaus hier drin den Baum, die Stabilität, das Wachstum. Hier kann es manchmal auch um Kosten gehen, die aus dem Vitalitätsbereich kommen. Da haben wir hier nämlich die Maus dran. Das sind dann oftmals so Dinge wie, weiß ich, eine Zahnarztrechnung oder da, wo man halt persönlich etwas noch finanziert. Die Brille fällt dir runter. Irgendwo, wo man eben selbst etwas bezahlen muss im Vitalitätsrahmen. Ja, ihr Lieben,
An sich guckt, ist diese Woche hier sehr auf finanziellem Wachstum bedingt, dass auch hier über die berufliche Schiene kommen kann. Ein gutes Fundament, das weitere Früchte bringt, hier auch in der Spiegelung mit der Sonne, hier mit Entscheidungen verbunden, mit Herzensangelegenheiten. Hier öffnen sich, wie gesagt, auch Kinder neue Türen. Es kann auch im häuslichen Bereich sein oder irgendwelche Reisen stehen an mit Kindern, zu Kindern. Die Gegenüber sind hier auch aufgefordert, sich selbst loyal zu bleiben, auch wenn es hier Konflikte gibt, ne? Oder Meinungsverschiedenheit. Hier kann ein Thema die nächste Woche mit aufschwappen. Das hat zu tun mit Verstrickungen mit den Eltern, die sich hier zeigen, die sich irgendwie auf den Bereich Familie auswirken. Die Elternthemen sind die, die wir mit unseren haben. Wir sind aber viele auch selber Eltern, also im Begriff dessen können sich hier ein paar Hindernisse zeigen. Kann auch um Konflikte innerhalb Familien gehen. Und wir sehen hier sogar in der Spiegelung noch an sich das Elternpaar mit den Hindernissen und mit dem Karma-Kreuz. Es geht um das Gefühl der Sicherheit, des Gesafe-Seins, der Gefühle, die gut und friedlich sind. Und man merkt, dass es hier einige Hindernisse gibt, weil vielleicht einer nicht so mitzieht oder die Kinder ihren eigenen Weg gehen wollen und es mit uns nicht so d'accord geht. Dieses alles kann sein. Es ist auch eine Woche, wo wir ein bisschen Schatten aufgezeigt kriegen aus dem Bereich Liebe, Herzensangelegenheiten. Klärungsbedarf auch irgendwie für uns. Ansonsten ist es wirklich eine schöne Woche für Beruf und Geld auch. Und hier natürlich, ne, Veränderungen, die auch in der nächsten Zeit, greifbaren Zeit, schnelle Wege bieten oder schnelle Möglichkeiten bieten. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir verzichten heute wieder auf das Auswahlorakel. Ich ziehe uns noch ein Krafttier für die Legung für die Woche. Die Karte muss ich immer ziehen, die springt recht schlecht. Und wir haben hier den Hirsch. Es geht um das Thema Öffnung. Und bei dem Thema Öffnung haben wir hier so ein bisschen den Ruf deiner Seele. Ne? Du erkennst hier sehr viel. Ich habe ja gesagt, die Intuition, die Spiritualität ist hier ziemlich hoch. Deine Seele spricht mit dir, sie möchte dich auf etwas hinweisen. Es geht um den feinfühligen, auch den hellsichtigen Teil. Wenn wir hier das spiegeln, haben wir das, was dir die Intuition vielleicht auch schon lange sagt. Und hier geht es darum, auch nicht so mit Hauruck vorzugehen, sondern deinen Dingen einfach gefühlvoll oder in der besten Gefühlslage Ausdruck zu geben. Wir gucken hier in den Brief, das heißt, wir reden, wir kommunizieren über Gefühle, über Emotionen und wir haben vielleicht auch die Möglichkeit, dadurch wieder andere zu erreichen. Ne? Der Hirsch bringt dir hier dieses Ding, dass du erkennst, wann es angesagt ist, deutlich zu reden und wann man besser nichts sagt. Es geht um das Grenzen setzen. Es geht um das Behaupten seines Platzes, das hatten wir hier schon. Und es geht auch darum, unseren wahren Platz im Familienkonstrukt kennenzulernen. Wow, das ist echt ein Volltreffer hier. Und wir müssen auch nicht überall dabei sein. Also du darfst ja auch mal Nein sagen, wenn du irgendwo nicht sein möchtest. Du hast hier die Wahl und das ist auch okay. Es geht um den friedlichen Umgang mit den Themen und mit der Familie auch. Es geht darum, dass Wahrheiten ausgesprochen werden, dass Grenzen erkennbar sind. Es geht auch ein bisschen um Innenschau, um Kontemplation. Und daraus entsteht hier das Wachstum. Wenn wir jetzt das Geldhaus nochmal als Seelenhaus nehmen, habt ihr hier den Baum drin. Treffender kann es gar nicht sein. Es geht auch ein bisschen darum, wie nimmt man dich wahr, respektiert man dich? Und
dass du das Gefühl hast, egal wo du bist immer und zu jeder Zeit am rechten Ort, mit den richtigen Menschen und so weiter. Also dieses Angekommensein. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch und bis zum Sonntag.